Albaner versus Deutscher. Here we go, Leute. Bratan Production Presents. Okay, Bratischkas, wir sind hier. Zählen wir mal, wie oft dieser Fame for Pain Einspieler kommt. Deutschland sucht die Superschelle Iron Faces. Okay, das ist der Deutsche. In Hamburg mit Dennis. Bist du behindert? Nein, ich bin Albaner. Oder wie geht dieses Meme? Kennst du das? Und Jay. Okay. Da habe ich mich totgelacht, wo ich das erste Mal. Bist du behindert? Nein, ich bin Albaner. Geil! Bist du behindert? Nein, ich bin Albaner. Geil. Okay, na passt. J4YStark3... fehlt da noch. Okay, wir haben zwei mutige Bratans. Applaus an die Bratans. Okay, aber der schaut jetzt nicht so mächtig aus wie den letzten, der aus Kamerun war oder so, der Gucci Potter vermöbelt hat. Aber der hat schon einen gefährlichen Blick da drauf. Der denkt sich, ja, Kollege, wenn der Meier geht, bin ich der Nächste, der da ins Gesicht trischt. So ein bisschen. Der überlegt noch, ist das jetzt so intelligent, soll man da wirklich zuschauen? Und das ist die Schwester, die unterstützt ihn. Aber okay, gut. Situation analysiert. Machen wir weiter. Okay, du fängst an, Bratan. Die erste Klatsche. Oh, oh. Aber erst zielen. Zielen. Ja, dann, ja, das war halt eine Schelle. Die erste Schelle. Bratan, wie fühlst du dich? Okay. Okay, ja. War gut. Geht noch stärker, oder? Safe, da war jetzt noch nicht viel dahinter. Ja, ja, aber du schnallst schon gut, glaube ich. Aber hat ihm jetzt nicht so viel ausgemacht. Ziel, richtig zielen. Oh, 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 oh. Zielen. Komm, komm, komm. Oh, Biest! Der packt selber nicht. Fuck, man hat das geklatscht. Der ist ganz verwirrt. Der war ein bisschen Ohr, ja. Ja, ja, ja. Ich will es nochmal sehen. Biss, was das für einen Schnalzer macht. Oh, der kennt sich gar nicht aus. Das ist natürlich nicht lustig, sowas. Also wenn andere da auf die Fresse kriegen, das kann ich nicht... Kann ich nicht unterstützen, sowas. Aber ist in Ordnung, ja. Ja, 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 ja. Das geht so richtig. Aber ist in Ordnung, ja. Ja, ja, ja. Den würde ich gern sehen in diesem Format. Der wäre lustig. Wie heißt denn dieser Art-Typ? Der wäre mega witzig. Tut dein Ohr weh, ja? Okay, Bratura. Ja, ist das erste Foul. Uff. Bisschen Ohr, ein Foul. Wie fühlst du dich? Es tut schon weh, muss ich ehrlich sagen. Beim Ohr, ja? Ja, beim Ohr, aber es passt. Alles gut, ein Foul. Alles gut, Bratucha. Ich hab versucht zu zielen, aber... Alles gut, wir sind sportlich. Ja, ja, war schon besser. Sehr gut. Sau. Wie der ausschaut. Super, ja? Wie fühlst du dich? Gut. Uff. Ja, aber es schaut nicht so aus, als würde ihm das sonderlich viel ausmachen, diese Schelle. Nicht das Ohr, genau. Oh! Fuck! Sein Schädel wackelt komplett. Wow! Sehr gut, der war sauber. Der ist jetzt schon am Arsch. Oh, oh. Sehr gut, der war sauber. Fuck, man. Wie war der? War schon stabil. Oh. Aus der Hüfte, ja. Der blutet jetzt schon. Okay.
Oder halt nicht bluten, aber er hat... Oh, und mehr ausholen, mehr ausholen. Krass. Wow, die war schon stabil. Er kommt. Das war die erste richtige Schelle, Bratan. Geht mehr eigentlich. Wap! Boah, ich freue mich schon, wenn der wieder ausholt. Okay, das ist auch ein Foul an dich, Bratan. Uff. Beide haben ein... Ah, hoffentlich keine Fouls mehr. Foul. Bratischka. Aber der war richtig gut, Bratan. Jetzt hast du dich getraut, ja? Ja. Uff. Da wird's voll... ein komplett blaues Auge haben. Stell dir mal vor, du schaust den an und der macht so... Ah ja, ich muss ein bisschen anders zielen, damit ich da so, na, circa so. Und du stehst da und denkst da, fuck, mach doch einfach. So richtige Fleischbeschau, bevor die eine reinhaut. Jetzt geht's aber ab. Wow. Der war sauber, ist ein bisschen ans Ohr gekommen, das ist aber sauber. Alles gut, der macht das schon gut. Aber nicht so doll, ja? Der war nicht so stark wie die anderen, oder, Bratan? Ja, gut, mach nochmal. War sauber. Bam. Ja, der zuckt schon ein bisschen weg. Ah, das muss wehtun da am Hals. Wenn du es als Foul akzeptierst, dann hast du 50 Euro gewonnen. Bitte? Foul. Foul? Okay. Das ist aber auch fair, es war faires Spiel. Ja, na sicher sagt der Foul, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Spiel wirklich. Es tut mir leid, aber es sind so die Regeln, weißt du? Ja. Ihr wart beide, Applaus an beide. Wahnsinn, aber Hauptsache er hat die nächsten zwei Wochen komplett blaues Auge. Beide Kämpfer, wirklich. Aber Corona-konform, eher schwierig da, oder? Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch. Krass. Bratucha, war das erste Mal für dich? Wie meinst du das? Backpfeifen geben. Ja, Bro, eigentlich habe ich sowas noch nie gemacht. Am Anfang hast du ja eher schwach gemacht, aber dann ja, aber bist mal, du aufgewacht. Fall, Bro. Ich will den jetzt nicht im Ohr, weil es kann einfach so ausrutschen, weißt du? Ja. Und wenn ich ihn jetzt hier treffe, er blutet total, weißt du, Bock nicht so. Das ist nicht gut, aber du warst fair, du hast natürlich zweimal faul gemacht. Das kann passieren, man rutscht ab, aber so sind nun mal die Regeln, Bratan. Aber ich finde, du warst tapfer. Dein Schlag war auch sehr stark, der ist abgerutscht an meine Hand gekommen. Ich habe gespürt, du hast einen sehr starken Schlag. Und ich würde dich auf jeden Fall gerne auch in die große Show einladen, wenn du Bock hast, Bratan. Weil deine Schläge sind sehr stark. Hast du Bock drauf? Ja, Bro, ich hätte Bock. Geil, Bratan. Geil, Bratan. Aber Slavik, ein sehr, sehr krasser Typ, finde ich auch. Gleich, Bruder. Oh, er wird gleich nervös. Komm nur. Bratischka, was sagst du, war das für dich das erste Mal? Ja, es war das erste Mal, ja. Und wie war das so, von wo kommst du ursprünglich? Albanien. Albanische Schelle zu spüren? War auf jeden Fall wild. Sag mir mal, wie war das, als du die richtig harte Schelle gespürt hast? Wie fühlt sich das? Da ist der Gucci Potter da hinten. Das wurde alles an einem Tag gedreht. Okay. Vielleicht wurde das auch bevor. Vielleicht wurde das schon vor ein paar Monaten gedreht, aber. Das an. Die richtig harte. Da war kurz so. War alles verschwommen so richtig, ne? Und dann wusste ich erstmal, hey, was geht. Slavik, ein krasser Typ, weil sich der aus dem einfachsten Verhältnis, ich kann halt nicht reden, wenn ich am Vortag saufen war, vorne, mir fallen die Wörter nicht an, aber aus ganz einfachen Verhältnissen wirklich was Krasses aufgebaut hat und weil ich ihn einfach auch sehr stabil und sympathisch finde. Ja, eigentlich ab so. Kurz vor Knockout war das, ja, muss man schon. Auch mit den Ostboys, die Videos waren Legende. Sagen. Dann habe ich noch Zähne zusammengebissen gerade. Sein Humor für euch auch. Und dann gerade noch geschafft, ja. Woher kommst du ursprünglich, Bratan? Aus Wildeshausen, das ist in der Nähe von Bremen ist das. In der Nähe von Bremen. Du hast dich auch sehr tapfer geschlagen, auch sehr, sehr starke Hände. Ich habe das Gefühl, am Ende hast du dich nicht ganz so getraut. Ja, ich wollte weil du haben. Ja, genau. Aber dich... Ja, starke Hände, schnelles Ende. Ich würde dich auch sehr gerne zu der großen Show einladen. Hast du Bock drauf? Auf jeden Fall. Ja, wen lädt er nicht zur großen Show? Ein Gucci Potter musst einladen und noch irgendeinen fetten Typen.
so einen mega fett breiten Typen, meine ich. Das wäre lustig.